Mein Name ist Georg Liegemeier. Den ersten Berührungspunkt, der war nun für sich, da war es noch TuS-Schloss Neuhaus Paderborn, 82. Der Aufstieg von der Oberliga in die zweite Liga. Ja, weil ich eben von Anfang an schon eben Paderborner Junge bin und da gehört sich eben, dass ich SCP-Fan werde. Ne? Also zuerst der TuS Schloss Neuhaus, ne? Und dann eben SCP-Fan. Das ist einfach so. Auf der Arbeit wurde verabredet, wir treffen uns um 15 Uhr, war ja immer noch Samstag, 15 Uhr die Anschlusszeit, wir treffen uns um 13 Uhr im Lönnstübchen. Ne? Da wurde um 13 Uhr im Lönnstübchen, da wurde vom Borchen aus mit dem Bus bis zum Lönnstraße gefahren, ja, und dann ging es in Lönnstübchen rein. Ein paar Bierchen dabei, eine schöne Frikadelle, die sehr gut schmeckte, ne? Ja, und dann ging es im Lönnstübchen. Anschließend zu Fuß hier bis zum Stadion und dann ab auf die Fantribüne. Ne? Ich hoffe, dass ich 70 werde. Ich bin im Moment 69 und das habe ich eben alles auf meine Kinder, auf zwei Kinder, die ich habe, das eine Enkelkind, was ich habe, Schwiegersohn, ne? Alles SCP-Fans geworden, weil der Vater das eben vorgelebt hat. Paderholik, sie wurden 2007 gegründet und das kam aus dem Grunde, weil wir aus unserem Ortsteil Borchen mit mehreren immer einzeln hier hingefahren sind. Und dann hat man sich gedacht, Mensch, warum machen wir das nicht zusammen und gründen dann einen Fanclub, den wir 2007 gegründet haben. Wo wir damals in der zweiten Liga das erste Mal aufgestiegen sind, also das war so ein Moment, ich kann das auch nicht sagen, gegen wen wir da gewonnen haben, ne? Also zum Aufstieg. Ne? Aber das war mein, wo ich mich richtig gefreut habe. Früher standen die Spieler so wie wir jetzt unter Strom. Ne? Und das finde ich das Schöne. Ne? Du kannst auch mal mit den Herrn Hornberger kannst du mal ein Wort wechseln und sowas. Ne? Und dieses Familiäre, ne? Das finde ich gut. Ich persönlich wünsche mir natürlich wieder einen Aufstieg, aber schöner wäre es, in der zweiten Liga zu spielen, oben ein bisschen mitspielen und so. Das wäre mein Wunsch so. Ne?